Und man hat auch viele Möglichkeiten zum verschiedenen Gericht zubereiten. Ich denke mir, für viele ist Rohkost, die verbinden das mit ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, aufschneiden und noch ein paar Nüsse dazu. Aber wie man an deinen Büchern sehen kann, gibt es da jetzt schon sehr viele sehr leckere Ja, wir sind Zubereitungsmöglichkeiten. natürlich schon seit einiger Zeit mit der Rohkost unterwegs und wir haben schon etwas zusammengestellt. Also ich würde sagen, Rohkost gibt es schon lange. Rohkost hat es schon lange vor unserer Zivilisation gegeben. Es hat schon andere Zivilisationen gegeben, die Rohkost gegessen haben. Aber wir sind wahrscheinlich diese Zivilisation, die Kultur, in die Rohkost bringt. Und ja, wir haben uns da schon ein bisschen was einfallen lassen. Und ich denke, die Limite in der Rohkost ist die Fantasie.